bunt, bunt, bunt sind alle meine Kleider. Bunt, bunt, bunt ist alles, was ich hab. Darum lieb ich alles, was so bunt ist, weil mein Schatz ein Malermeister ist. Darum lieb ich alles, was so bunt ist, weil mein Schatz ein Malermeister ist. Sind alle meine Kleider blau, blau, blau ist alles, was ich hab. Darum lieb ich alles, was so blau ist, weil in der Metropol Rhein-Neckar Freiwilligentag war. Darum lieb ich alles, was so blau ist, weil in der Metropol Rhein-Neckar Freiwilligentag war. Der Freiwilligentag hatte beim Seniorenmagazin eigentlich am Samstag, den 28. September, mit einer Einführung in den vorhandenen Kammgötter Panasonic CX-10 stattfinden sollen. Das Seminar musste jedoch ausfallen und soll wiederholt werden. Schon am Samstag, den 21. September, hatte jedoch die Wir-schaffen-was-Aktion am Kaiser-Gymnasium stattgefunden. Also wir haben jetzt insgesamt 8-mal teilgenommen. Also der erste Freiwilligentag von der Metropolregion Rhein-Neckar, an dem wir teilgenommen haben, war 2016. Und wir haben das aber nicht jedes zweite Jahr gemacht, so wie es von der Metropolregion vorgesehen ist, sondern jedes Jahr. Und haben einmal ausgesetzt zwischendrin, deswegen war es jetzt schon das 8. Mal. Also dieses Jahr wurde... Ja, dieses Jahr, ich bin Frau Germer-Kiem, ich bin Fachvorsitzende Bildende Kunst hier. Und es wurde dieses Jahr der Kunstraum renoviert, der Zeichensaal 1 und im unteren Erdgeschoss, also das war wirklich ein sehr großer Gewinn für die Fachschaft. Ja, wir hatten jetzt mal wirklich Möglichkeit. War bitter nötig, genau. Wirklich die Gelegenheit. Dann wurde noch der Orchesterraum ganz oben unterm Dach renoviert. Also es ist eigentlich unser Vorzeigeraum, wo auch ganz viele Kammermusikabende und Empfänge für Eltern und so stattfinden. Der hat es also auch sehr dringend nötig. Das war dann der dritte Raum, der renoviert wurde sozusagen, war der Mediationsraum. Genau, für die Streitschlichtung in unserer Schule, da haben wir jetzt seit 2 Jahren endlich einen Raum und der musste aber noch renoviert werden und der wurde jetzt komplett verspachtelt und kann jetzt vom Mediationsteam dann gestrichen werden. Entschuldigung. Nee, keine Ahnung. Also vor 8 Jahren haben wir so eine kleine Gruppe gebildet aus dem Schulelternbeirat, die gesagt haben, Mensch, an der Schule muss was passieren. Es ist so ein tolles altes Gebäude und die Räume und es sehen so viele Sachen so mitgenommen und runtergewirtschaftet aus. Und dann haben wir diesen Arbeitskreis Gebäude gebildet und haben beschlossen, Mensch, wir wollen da ein bisschen was machen, weil die Stadt, der fehlt halt hinten und vorne das Geld und die Mittel. Und gesagt, okay, wir nehmen das selbst in die Hand und versuchen das ehrenamtlich und haben dann 2016 in Kooperation mit der Stadt und direkte Absprache auch mit den Zuständigen den Freiwilligentag zum ersten Mal abgehalten in der Schule und da waren wir über 100 Helfer, die also mehrere Räume renoviert haben und ja, seitdem haben wir, ich habe vorhin mal gezählt, 30 Klassensäle in den 8 Jahren renoviert, gestrichen, geputzt, Fenster gereinigt, Böden grundgereinigt, was so halt auch nicht stattfindet von der Stadt und ja, auch Treppenhäuser und viele Kleinigkeiten noch gemacht. Man muss halt wirklich sagen, die Eltern sind halt wirklich mit Herzblut dabei und renovieren und putzen vor allem auch. So, wir werden von der Stadt insofern unterstützt, dass wir die Farbe immer komplett von der Stadt gestellt bekommen haben. Dieses Jahr haben sie uns auch bei Beschaffung von anderem Zubehör wie Pinsel und Rollen und so noch, Abklebeband, man braucht ja doch einiges, um so eine Aktion durchzuführen, haben wir auch von der Stadt Unterstützung bekommen. Die Jahre davor haben wir das Ganze eigentlich bis auf die Farbe immer aus Spenden finanziert. Also haben dann einen Aufruf bei den Eltern gestartet und haben dann dafür Spenden bekommen und die dann genutzt, um eben die Materialien zu finanzieren.